0-0 gegen den Leader, Stade Lausanne-Uschi. Letzter Schuss aber noch in der vorletzten Minute. Ist das ein guter Punkt oder noch zwei verlorene? Nein, ich glaube, wenn man das Spiel anschaut, über 90 Minuten, war es sehr ausgeglichen gewesen. Beide Mannschaften haben bis dahin 2-2 Chancen gehabt. Mit dem Lattenschuss in der 90. vielleicht 3-2 für uns. Hat uns gut, auch so ein bisschen Lucky Punch zu holen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es ein richtig guter, erkämpfter Punkt gegen den Leader. Bleibt trotzdem ein bisschen der Eindruck, er will einfach nicht rein momentan. Ja gut, man kann immer das Haar in der Suppe suchen, aber für uns ist es relativ eine einfache Geschichte. Wir wollten erstens die Negativspirale durchbrechen mit einem positiven Resultat wieder. Das gegen einen Leader, darum bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil auch von der, es ist zwar spielerisch nicht so auf dem Niveau gewesen, wie die vergangenen drei Matches, aber gleich immer noch gut, meiner Meinung nach. Und am Schluss ist es für uns einfach ein gewonnener Punkt. Gegen einen Gegner, der aber auch besser war als die letzten, oder? Der Gegner ist nicht einfach so per Zufall, hat jetzt 12 Punkte, sondern die haben ordentlich Qualität. Wenn ich sehe, der Lowell, der immer ein bisschen vorne dabei ist im Torschützenklassement, haben wir komplett abgemeldet. Ist nach 70 Minuten aus oder 65, wenn es mir recht ist. Also wir haben auch in der Defensive sehr einen guten Match gemacht. Es ist ja so, dass so ein bisschen der letzte Zwick vor dem Goal fehlt. Am Ende des Tages ist es einfach so, dass generell in der Schweiz wenig Torjäger rum hat und wir sind besorgt, mehr Trainer, dass es die wieder gibt. Ist das ein guter Punkt oder nicht? Ja, wenn man das ganze Spiel anschaut, ist es ein ausgleichendes Spiel gewesen und ich glaube auch für beide Mannschaften korrekt, dass man das 0-0 gemacht hat. Wir haben am Schluss noch eine sehr gute Chance, die man sagt, man könnte machen. Ist leider nicht gelungen, wie in den letzten paar Spielen. Ja, kommen zu guten Goalchancen, aber machen sie leider noch nicht. Und darum müssen wir mit dem 0-0, ja. Hinten einmal kein Fehler begangen im Vergleich zu anderen Matches, vorne aber wieder nicht gemacht. Was überwiegt jetzt bei dir? Ja, schwierig zu sagen. Hinten sind wir in den letzten paar Spielen immer gut gestanden. Gegen Xamax individuelle Fehler, trotzdem eine defensive überragende Leistung. Offensiv konsequenter, müssen wir die Chancen nutzen und ja, gieriger sein vor dem Goal. Und dann bin ich überzeugt, dass wir da zu diesem Goal kommen. Ich glaube, es braucht jetzt mal so, ja, es braucht mal einen Treffer, damit dann vielleicht die Steine vom Herzen fallen und alle sind befreit. Hoffen wir, dass wir da in den nächsten Spiel anbringen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier gegen den Leader 0-0 gemacht und der Spieler ist wirklich erste Halbzeit top gewesen, gut gespielt und in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger, haben uns eher unter Druck gesetzt und wir haben eher mit langen Bällen operiert, aber über das ganze Spiel muss ich sagen, ist es eine gute Leistung. Noch nie ein Goal geschossen in der ersten Halbzeit, jetzt halt wieder auch nicht. Warum ist das so? Wenn ich es wüsste, hätten wir das mal geändert. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wir tun uns schwer noch 30 Meter vor dem Goal. Ich glaube, bis an 16 noch ein bisschen weiter spielen wir sehr gut. Und nachher noch der letzte Pass ja, ist am Schluss manchmal nicht so präzise, dass er dann zu einem Goal führt. Aber wir arbeiten jetzt von Woche zu Woche an dem und hoffen, dass wir das im nächsten Spiel ändern können. Noch eine Frage in die andere Richtung. Corona ist doch ein Thema momentan in aller Munde. Weiterspielen oder nicht? Ja, ich hoffe es natürlich. Mir kommt natürlich das Ganze auch mit über. Mir gehört auch, dass in der Amateurliga jetzt der ganze Betrieb jetzt, ja, gestoppt worden ist. Klar tut man sich da um das kümmern, aber wir probieren das Beste daraus machen. Und schlussendlich kann man nichts daran ändern. Wir machen das, wo uns gesagt wird, aber wir wollen natürlich weiterspielen. Das ist klar. Wir sind Fußballer und wir wollen natürlich jeden Tag auf dem Platz stehen.